Ja, hallo, herzlich willkommen hier beim REM-Simulator mit dem Magnus und den Stevie. Hallo zusammen. Hallo. So, was steht heute an? Ich hoffe mal, die Ernte für Mais und Sonnenblumen. Sonnenblumen, genau. Da gibt es ja jeweils andere Schneidwerke. Mal schauen, ob da vielleicht eine Animation dabei ist. Aber ich glaube, ich mache zuerst dann Mais. Wir haben es ja in der Reihenfolge auch angepflanzt. Der steht jetzt hoch. Ich weiß gar nicht, ob der braun wird normalerweise zum Ernten. Erstmal Motor an. Rohr rein. Also wir haben neu gestartet im Fall nach der letzten Folge und wir haben immer noch, oder ich sehe gerade immer noch das Problem, dass sich der Traktor in die oder der Anhänger zu Fehlern führt. Ja, vielleicht ist es auch eben noch die Probleme, die sie haben. So, hängen wir Ja, ab. gut. Ja, ich kann dir nicht sagen, wie groß das Entwicklerteam ist. Ich kann dir nicht sagen, wie neu das jetzt ist, dass die sich damit bemühen, weil ich glaube, niemand hat am Anfang gedacht, dass es hier auch um Farming geht. War das nicht von vornherein klar? Oder dass es auch mal soweit. Aber wie gesagt, ich hätte es nur ganz anders vermutet. Oder ich habe es ja ganz anders vermutet. Ich habe gedacht, die gehen dahin, wo die andere Farm ist. Weil da sind ja Felder vorbereitet gewesen. Da war auch eine Scheune. Jetzt muss ich gerade gucken, wo ist denn das? Das für Sonnenblumen, das hintere. Also Dass sie da ich irgendwas jetzt. machen. Da sind, glaube ich, auch die Felder größer wie hier. Ja, sind die auch. Aber ja, so ganz vermutet habe ich es nicht, weil in der ersten Liste oder in den ersten Meilensteinen, wo sie ja gesagt haben, wie die das Spiel weiterentwickeln mit dem Jäger und so, da tauchte das ja alles nicht auf. Das kam jetzt erst beim zweiten Mal. Ja, aber du hast ja auch einige Sachen im Shop. Die konntest du bis heute nicht kaufen. Den Laptop. Ja, zum Beispiel. Wo du vielleicht auch deine ja, managen kannst, dann Verkauf. So. Hier passiert auch was. Auch keine Animation, von wegen, dass wir weggeschnitten wird. Wie krieg bin ich denn? Ups. Habe ich jetzt noch niemals eine Anzeige? Doch, doch. Doch da. Ich hab's schon gesehen. 13,7. Ich räume hier mal ein paar Bäume weg. Okay. Weil dann können wir auch noch mal irgendwann den Zaun fertig machen. Ja. Dauert, beziehungsweise ich glaube, das Haus zum Unterstellen wäre, glaube ich, erstmal schöner, dass wir mehr Ordnung haben dann oder überhaupt Ordnung. Aber man könnte ja auch eine schöne Durchfahrtsscheune einfach hier zwischen den Feldern machen. Platz wäre hier genug. Ja, es stellt sich nur die Frage, oder ob da vielleicht noch was hinkommt. Vielleicht die Felder größer gemacht werden. Gut, da haben sie auch geschrieben, ne? Dann muss man die Dinger halt wieder wegnehmen, ne? Ja, das haben sie jetzt halt bei den Feldern schon gesagt. Deshalb, ne, wenn du halt sowas Elementares auf einmal bringst und das Spiel gibt's schon, ja. Natürlich dann schwierig, sag ich mal. Vielleicht haben sie es auch deswegen hier so am ADW gemacht, sag ich mal, weil, ne, guck mal, wie viel Platz wir auch schon verwendet haben. Auch einfach nur, weil wir da
die Häuser alle mal blauen wollten. Je älter so ein Spielstand ist, desto mehr kommt ja eher dazu, anstatt dass man ja Sachen löscht. Ja gut, aber Spiele fangen aber auch dann neu an, sag ich mal, ne? Sag ich mal, wenn die dann ein halbes Jahr oder ein Jahr Pause gemacht haben, zu Anfang das Spiel gespielt haben, jetzt kommen Maschinen dazu. Ja gut, aber es gibt mittlerweile so viele Arten, Geld zu verdienen. Ich glaube, da kannst du auch sehr schnell, oder gerade auch wenn du das Gewächshaus hast, ne? Du kannst so schnell, glaube ich, heute jetzt hier irgendwie wieder ne, auf den grünen Zweig kommen, Geld verdienen. Weil ja alles immer schnell ging. Ja gut, aber das ging ja auch mit den Jagen, ne? Ja. Da haben wir jeden Tag mal Bären geschossen und dann hast du nach ein paar Tagen genügend Geld gehabt. Ja. Und sag ich mal, so eine Kuh, eine zweite Kuh und dann Käse. Der Käse hat dir bei uns ja richtig viel gebracht, geldtechnisch. So, du könntest gleich mal kommen. Mit einem Anhänger. Zwei Bahnen, glaube ich, noch. Dann eigentlich nur eine, aber. Da mache ich noch eben den Baum hier platt. So, eigentlich habe ich jetzt alles weg. Mehr als die Hälfte bin ich jetzt. Guck mal. 100, 160 habe ich fast drin. Und wir hatten, ist das schon mal mehr als bei dem Getreide? Getreide, ja gut, das war auch das kleine Feld, ne? Ja. Das hier war ja ein bisschen größer. Rohr ist draußen. Ist auch. Ja gut, im Wagen sieht's gleich aus. Nur was rauskommt, sieht dunkler aus, ne? Boah, gute Frage. Oder war nur anderes Licht? Könnte auch anderes Licht sein. Weil ich jetzt gerade von hinten gucke und von vorne ist es. Ja, ich weiß es nicht. Wird schon wieder dunkel oder was ist los? Wir haben doch. So ein bisschen nebelig. Wir haben doch keine 12 Uhr. Ne. Aber ich glaube, auch die Textur im Wagen ist anders. Die andere war feiner. Die okay, Textur ist dann ein bisschen grober. Aber werden wir ja gleich sehen, wenn wir die Sonnenblumen machen. Und die abfüllen. So. Oder muss ich ja wieder wechseln? Okay, bleib ruhig oben. Hey, da hast du aber Glück gehabt. Das hat noch gepasst, das habe ich gesehen. So, einmal abkoppeln. So. Mal schauen, vielleicht wird der Drescher jetzt sogar voll. Du bist lebensmüde, ne? Ja, das war Absicht. Habe ich extra noch den Schlenker gemacht. Okay, was jetzt hier? Jetzt geht was weg, aber zu Anfang ist er nicht losgefahren. Frage ist jetzt auch, wie viel hat der Dünger ausgemacht. Naja, es gibt noch viele Fragen, die man noch alle noch mal probieren könnte. Kosten-Nutzen-Rechnung.
ne, so ungefähr. Hui. Oh. Fast einen Überschlag geschafft. Womit? Mit dem Quad. Ja, gut. Oh, ja, mit dem Mähdrescher ist schwierig. Ja, da sitze ich ja auch drin. Nee, aber mit dem Traktor. Krieg ich die jetzt so weg? Das wäre schön gewesen. Das wäre aber auch eine Challenge. Oh, ich werde sogar voll. Weil echt? Ich bin jetzt halb voll. Jetzt nur von dem... Ich hatte das Vorgewende gerade mal fertig. Ein bisschen mehr. Oder täuscht das? Also ich würde bereitstehen. Okay. Ja, wie gesagt, ich... Zwei Drittel habe ich gleich. Ja gut, aber da stimme ich dir aus der letzten Folge zu, dass das jetzt natürlich dann ja nicht so geil ist, dass der Trakt, ach, dass der Mähdrescher genauso viel Kapazität hat wie der Hänger. Man ist ja gleich ein Hänger voll und es ist immer noch was im Traktor. Ach, im Traktor, im Mähdrescher. Im Mähdrescher wollte ich nämlich ganz sagen. Wo bist du? Da vorne? Dann komm mal hier ran. Mach mal Rohr raus. Ja, du weißt, dass du stehen bleiben musst, weil es lange dauert. Ja. Steh. Ups. Ja, guck mal, das ist ganz dunkel. Ja. Und auch, hat auch eine andere Textur im Hänger, wenn du jetzt reinguckst. Ja, stimmt. Oh, jetzt kommt die Sonne wieder raus. Ja, dann war es wohl nur ein bisschen neblig. Eine große. Ups. Sorry. Aber ich sehe jetzt gar. Ich habe gar keine Anzeige jetzt, wie voll ich gerade bin, muss ich sagen. Nee, wenn du aussteigst, im Hänger guckst. Das, ja, wenn ich aussteige, aber ich habe jetzt nicht unten stehen. Wie viel. Also, ne, ich habe jetzt nicht, wie du den Balken da hast. Ach so. Quasi untere Spritanzeige. Genau. Was hat er jetzt? 170. Füllt sich weiter, ne? Geht der vordere Reifen schon hoch? Oh, der Reifen guckt voll durchs Schutzblech. So, dann komm, den machen wir jetzt eben voll. Aber auch interessant, wie da der Dünger, das Düngergerät steht. Wo steht das? Auch ja, direkt am Feld, dass es so komplett hoch geht. Der Tank. Ach nee, Dünger ist das. Hm. Ja, weil wahrscheinlich hinten ist ja das Gestänge und das riecht. Und wenn der leer ist, aber auch wenn du, wenn der voll ist, guck mal, wo das Gewicht hängt. Immer nur hinten. Hm. Weil der eigentlich, der Tank eigentlich nicht mittig sitzt. Sondern immer nach hinten versetzt. Da fehlt aber irgendwie vielleicht auch so eine Deichsel oder so. Oder so ein Stützrad. Ja. Kommt im nächsten Update. Da gab es noch nichts Neues, ne? Nee, aber ich habe auch, weiß ich auch gerade nicht, da noch sowas geplant ist gerade. Ja, ich hätte mir vielleicht hier noch vielleicht andere Geräusche gewünscht. Weil ein Drescher, der arbeitet ja ganz anders. So.
Jetzt habe ich aber nicht mehr viel. 45. Die kriegst du noch rein. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das nur noch 45 ist. Dann wird der genau einmal voll. Oder fast. Ja. 244,2. Hat dieses Feld ergeben. Habe ich mir auch einfach aufgeschrieben. Sollen wir mal beides verkaufen fahren? Können wir beides verkaufen fahren. Jetzt, wo noch hell ist. Unterschied beim Preis. Also wir haben 56 Cent pro Getreideliter gekriegt. Also der liegt eigentlich recht gut los. Lenken kann man auch noch. Nochmal Geschenke Aber auspacken. jetzt? Achso. Oh, guck mal hier. Was sind das? Diese Ohrmarken, ne? Was hier? Oh. Das können auch Marken sein, ja. Und Feuerwerk. Eigentlich hätte ich Ist den da angemacht? drunter stellen. Eigentlich schon. Hätte ich den da drunter Ja. stellen müssen. Oh, war mal ein lauter Knall. Oh. Und direkt fängt an zu richten. So, lass uns fahren. Oh, ja. Bleib auf der Straße. Aber ich überhole noch die Autos. Na, ich hatte gerade ein paar Probleme. Okay. Aber diese Plane, die flackert ganz schön. Auch bei mir. Welche Plane? Hinten von der Frucht, die im Anhänger ist. Das ist hier eigentlich nur eine Plane. Die wird dann ab und zu mal durchsichtig. Hey! Okay, nee, das habe ich nicht. So, bin da. Moin, moin. Ich biege jetzt auch ab. So, verkaufen. 0,8. Und du bist bei 0,68. Also Bitte. die Sonnenblumen würden bringen. Ja, etwas weniger als 2000. Und die, Das ist aber auch eine ganze Menge eigentlich. ja, war das meiste, ne? Mit Ja, aber 244. trotzdem. Also ein Traktor, glaube ich, 1.004, 1.200 gekostet, der Hänger hat 200 gekostet. Gut, dann Drescher, weiß nicht, Ja, du. 20 oder 2 Säcke Saatgut, ein bisschen Dünger. Was kostet Saatgut? Konnte man die hier kaufen? Boah, gute Frage. Wir haben es im Baumarkt, glaube ich, geholt. Ja, Dünger waren 100. Ich glaube, da sind zwei, auf den großen drei sogar draufgegangen, meine ich. Und Saatgut kostet Sonnenblumen 200, ein Sack. Waren da nicht auch drei Säcke? Dann ist das gar nicht so viel. Wenn du drei Säcke bei einem großen Feld sind, 600 Euro. Plus dreimal Ja. Dünger sind auch nochmal 300 Euro. Bist du bei Bei 900. 900. So, die Maschinen würde ich mal mit 200 Euro abrechnen quasi pro Saison.
oder pro Ernte. So, dann hast du 1100 für Ja, bei das Sprit ist große halt auch nicht Feld. wenig, ne? Also da geht ja echt was rein. Sprit Und ist ja, geht ja auch richtig viel rein. woran? Ja, die verbrauchen ja auch richtig viel Sprit in die Traktoren, Ach so, Mähdrescher. Sprit, ja, genau. Und dann bist du bei 2000. 900 für das große Feld. Ich glaube, bei Mais waren ja zwei weniger, so ungefähr. Einmal Dünger weniger, einmal Saatgut weniger. Gut, was der Saatgut kostet auch weniger, 150 nur. Und Weizen nur 100. Ach wo, also wir können auch, ne, das geht ja alles relativ schnell. Wir können ja auch gerne mal eine Rechnung einfach mal anstellen und gucken, wie viel wir so rauskriegen am Ende des Tages. Machen wir Pflanzenschutz. eine Sa ein Saatding, also oder eine Frucht über alles. Dann gucken wir, was wir, ne, bezahlt haben. Und dann, ja, gucken wir, was da rauskommt. Pflanzenschutz mussten wir auf den Feldern nicht ausbringen, nur Dünger, ne? Nee, richtig. Okay. Dann verkaufe ich, ne? Soll ja hinterher auch Mal wieder ein bisschen nichts. Geld reinkommt. Jetzt kann ich den Anhänger verkaufen. Ja, hatte ich auch. Ja. Musst du ganz schön vorsichtig klicken. Und die hängen Und immer im noch so nächsten tief, Schritt ist oder? der Traktor weg. Und im nächsten Schritt ist der Traktor weg. Wahrscheinlich. Aber irgendwie, dein Vorderrad hängt irgendwie auch in der Luft, kann das sein? Sah jetzt Bei gerade mir so nicht. aus. Bei mir nicht. Traktorrennen hier. Nein, ich will aber nochmal bei Best Burger vorbei, ob jetzt nach dem Neustart, ob man da immer noch drin hängt. Hey, du musst die Autos nicht Ach, datschen. drin hängt. Ob da jetzt Preise sind. Also ich hatte Preise. Ne, bei 1 mir. Rinderwurst, Quark, Hühnerfrikadelle, 1,5. Aber der Traktor hängt doch Rinderwurst. schon, obwohl da nichts drin ist, mit dem Vorderreifen hoch. Rinderwurst, hast du gesagt? 1,5. Ja, vielleicht fahre ich noch mal kurz verkaufen. Rinderwurst. So, und ich fange an, die Felder anzusehen. Jetzt nur mit Weizen. Ja, oder du guckst, dass du erstmal alles dafür gekauft hast, weil es wird ja gleich auch relativ schnell dunkel. Dass du vielleicht erstmal alles da hast. Ja gut, Saatgut einkaufen. Ein bisschen Saatgut hätten wir noch da. Ich meine, du hättest Weizen letztes Mal mitgebracht. Ja, aber nur ein Beutel. Und Dünger hatten wir jede Menge, glaube ich, noch. Na, Dünger haben wir jede Menge, nur Saatgut, Weizen nur einen einzigen. Also da musst du Okay. vielleicht nochmal mit dem Quad oder sowas fahren. Ja, oder mit dem Auto. Weil du hast, glaube ich, bis 20 oder 21 Uhr Zeit, dann ist zu. Aber wenn ich es draußen habe, kann ich das schon noch holen. Richtig. Was ist näher? Baumarkt oder Laden? Aber ich weiß nicht, kriegst du die im Gab es das im Baumarkt? Baumarkt? Ja. Weil Baumarkt hat den ganzen Tag immer auf. Okay. Dann fahre ich zu der Dame. Da kriegen wir da ein bisschen Kredit. Prozente. Weil wir ja schon so viel Vielleicht. gekauft haben und verkauft. Ich glaube, die Rehe blockieren hier den Verkehr. Ups. Ja, und irgendwann gehen sie dann doch wieder weiter. Ups, da. Und die hüpfen irgendwie, die Autos. Ja, irgendwie finde ich das, ich weiß nicht, ob ein Update war, was ich nicht mitbekommen habe, aber zwischen der Aufnahmesession und der letzten mit den Tonproblemen am Ende,
finde ich, hat sich echt einiges gerade, oder ist einiges hier jetzt irgendwie Schlechter. buggiger geworden. Nicht mehr so flüssig. Weizen. 3. Ach, jetzt habe ich was. Was hast du was? Jetzt sehe ich auch die Preise. Wie, bist du noch mal zum Burger King gefahren oder was? Ja, welche verkaufen wollte. Okay. Rinderwurst möchte ich verkaufen. So. Guck mal, jetzt, du müsstest jetzt eigentlich immer sehen, wie viel Geld wir so machen, ne? Oder warte mal, ich habe ja Zettel und Stift hier liegen. Ich habe So, jetzt 1000 an 53.000. Saatgut gekauft, Weizen. Achso, hast du schon ausgegeben? Okay, bei mir steht immer noch 53.150. So. Also immer, wenn ich, glaube ich, verkaufen klicke, kriegen wir 1.530. So, einmal das noch weg, das noch weg, das noch weg, das noch weg. Oh, wir haben sogar Wild. Fleisch noch dazwischen. Ach, freue ich mich auf die ganzen leeren Dann muss Boxen da, gleich. ja, die musst du dann wieder voll machen, oder? Worauf freust Ja, du dich? da. Ja. Endlich So, Arbeit. alles verkauft. Okay. Ach so, nee, ich Moment, oh, ich habe mich verguckt. Ich habe geguckt, wie viel wir kriegen würden, wenn wir alles verkaufen würden. Ja, ungefähr 19.900 haben wir jetzt gekriegt. Okay. Und alles Rinderwurst ist gerade weg, was auf dem Hänger war. Oder im LKW. Aber da ist doch jede Menge Käse drin, oder? Nee, in dem LKW ist noch jede Menge Wurst drin. Also Okay. Schweinswurst. So, Saatgut ist aufgeladen. Im Herre. Ups. Ja, ihr müsst auch mal Licht anmachen. Die fahren ja einfach ohne Licht. Ich habe mich aber auch gerade verfahren. Verfahren. Noch schlimmer. Ich Ach, habe hier die stehen sie Einfahrt. Schlange. Wahrscheinlich, weil das immer noch das Tier da steht. Genau. Soll ich es mal schießen? Ne, jetzt ist es weggegangen. Die Ich bin Drohung hat gekommen. geholfen. Ich hab's erschreckt. Ich habe die Einfahrt verpasst. Jo, gut, das passiert schnell. Aber ich Aber bin wir auf gehen dem wieder auf Rückweg. 100.000 jetzt zu, dadurch, dass wir was verkauft haben. Juhu, fragt sich wofür. Ach, guck mal hier. So. Bleib. Wieder nicht vorbereitet. Ja, da habe ich drauf gewartet, eigentlich, als du gerade gesagt hast, dass du ja, schießen möchte. Aber ich muss ja erst laden. Da liegt auch noch Fleisch auf dem Boden. Ja, boah, Sound. So, liebe Freunde, das war's auch schon wieder von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet nächstes Mal wieder ein hier auf dem Rennsimulator mit dem Markus und dem Stevie. Ciao, ciao. Ciao.